Was ist der Unterschied zwischen Feiertag und Ferien? Feiertag ist ein Tag, wo die Grundschulen geschlossen sind und die Sekundarschulen und drittens die meisten Geschäfte geschlossen sind und geschlossen sein müssen. In Deutschland sind gesetzliche Feiertage bestimmt durch die Bundesländer. Das heißt, es kann sein, dass du in einem Bundesland einen Feiertag hast, einen gesetzlichen, und in einem anderen Bundesland nicht. Da sind alle Geschäfte geöffnet, die Schulen sind geöffnet. Was sind jetzt Ferien? Die Definition von Ferien ist, Ferien sind alle Tage, wo die Grundschulen geschlossen sind und die Sekundarschulen geschlossen sind, die keine Feiertage sind. Ferien sind normalerweise eine Woche lang, zwei Wochen lang, bis zu sechs Wochen lang in Deutschland. Zum Beispiel, der erste Feiertag von Weihnachten ist der erste Weihnachtstag, nicht Heiligabend. Der erste Weihnachtstag ist ein gesetzlicher Feiertag. Der zweite Weihnachtstag ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern. Dann gibt es aber die Weihnachtsferien. Die dauern, ich denke, zwei Wochen in den meisten Bundesländern. Ein oder zwei Wochen. Ja? Und da drinnen sind dann Feiertage. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare einen Satz mit Feiertag und einen Satz mit Ferien. Ciao, ciao.